Ja, herzlich willkommen bei diesem Blender-Tutorial. In diesem Blender-Tutorial möchte ich kurz erklären, wie man eine Blender-Datei mit einem realen Bild vereinigt und da sogar Schattenwurf auf Objekte in diesem Hintergrundbild berechnen kann. Ich habe hier die Animation der Dampfmaschine. Da können wir kurz reinschauen. Die läuft auch, fängt also langsam an. Insgesamt sind das 1000 Bilder, die da zu berechnen sind. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das ist die Kameraansicht, ein Hintergrundbild hier hineinzuladen, hinzuzuladen. Das geht über die Taste N. Einen kleinen Moment, damit ihr das auch seht, welche Tasten da gedrückt werden. Starte ich mal eben das passende Tool dazu. So, da haben wir die Taste N. Und dann können wir hier sagen, okay, ich möchte Hintergrundbilder hinzuladen. Und zwar möchte ich ein Hintergrundbild laden, das nennt sich GIS 2PNG. Und dann wird das hier hinzugeladen. Da kann man noch angeben, in welchen Ansichten soll das überhaupt sichtbar sein. Das soll nur in der Kameraansicht sichtbar sein. Wenn ich also hier jetzt auf andere Ansichten umschalte, ist das weg. Nur in der Kameraansicht ist es sichtbar. Jetzt habe ich hier meine Kamera. Da haben wir sie. Und jetzt kann ich versuchen, die Kamera so zu fahren, dass diese Dampfmaschine so einigermaßen auf dem Tisch steht mit der richtigen Perspektive. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, das könnte zum Beispiel eine gute Ansicht sein. Wir können aber da noch ein bisschen dran schrauben. Okay, hier haben wir den Punkt, worauf wird geguckt. Jetzt steht die schön mittig auf dem Tisch. Und würde auch Schatten halt dorthin werfen. So, wenn wir das jetzt berechnen lassen. Ich habe hier schon die Einstellung vorgenommen. Da gucken wir mal eben rein. Und zwar in den Rendereinstellungen. Bei Shading stellt man hier ein, dass transparent gerendert werden soll. Das heißt, es wird kein Hintergrund, kein Grau, kein Schwarz oder was genommen, sondern ein transparenter Hintergrund. Das ist wichtig, wenn man das hinterher im Videoschnittprogramm vereinigen möchte und das Hintergrundbild dann dort dahinter legen möchte. Okay, jetzt müssen wir schauen, wir müssen eine Ebene haben, die halt dem Tisch entspricht und auf dem dann der Schatten geworfen wird. Dazu gehen wir hier auf diese Dampfmaschine, auf den Untergrund, auf diesen Block und dann markiere ich mir die untere Ebene dieses Blocks und setze ganz einfach den Cursor auf Selected und dann habe ich den schön mittig und da erzeugen wir jetzt eine Fläche mit Shift A, Plane und die skalieren wir jetzt einfach hoch. Die hat jetzt aus welchem Grund auch immer ein Material, das Gold. Das ist jetzt für die Konstruktion gar nicht schlecht. Dann können wir den noch ein bisschen verschieben. Und wir sehen, die Perspektive stimmt nicht so hundertprozentig. Dann können wir die Kamera noch ein bisschen anpassen. Okay, da gehen wir aus dem Edit-Motor erstmal raus. Guck mal. So stimmt die vordere Kante, aber da hinten läuft das zu weit zu. Das heißt, die Kamera ist zu dicht dran oder hat die falschen Parameter. Das heißt, hier bei der Fokuslänge, da steht 30. Das ist relativ weitwinklig. Machen wir da mal ein 50er Objektiv.
Und dann fahren wir die Kamera ein bisschen weiter weg. Das sieht doch ziemlich gut aus. So, das stimmt schon ziemlich gut. Diese Fläche hier, diese Plane, die nehmen wir jetzt und skalieren die einfach viel zu groß. Und zwar so, dass alles in der Animation davon abgedeckt wird. Das kapiere ich jetzt aber überhaupt nicht. Man kann auch mal Fehler machen. Okay, dann gehen wir wieder hier rein. Wir sehen, wir haben das Objekt im Edit-Mode da dran gehängt. Das ist natürlich Schwachsinn. Deshalb müssen wir das davon abkoppeln. Deshalb ist das auch golden geworden. Jetzt haben wir das als eigenes Objekt. Und jetzt können wir das auch skalieren. So groß wie wir möchten, ohne dass dieser Block damit wächst. Und dann kriegt er ein anderes Material. Das heißt nicht Messing, sondern da machen wir ganz einfach ein neues. Und das heißt Schatten. Das ist zum einen weiß. Können wir ruhig hundertprozentig weiß stellen. Dann ist das Shadeless und empfängt Schatten, wirft aber keine und ist ein nur Schatten. Und dann muss man das noch transparent stellen. Und transparent, da haben wir einen Alpha-Faktor. Den stellen wir auf 0,4 und lassen das einfach mal rendern. Und jetzt sieht man, das ist alles transparent und hier, da wird der Schatten reingerechnet. Und wenn wir jetzt eine solche Animation berechnen, ich nehme jetzt dieses Bild hier, speichere das ab. Das nennen wir jetzt mal chest.png. Jetzt starten wir OpenShot. Und fügen hier hinzu. Nee. Blender, Dampf, Tisch. Einmal brauchen wir das Tisch 2, einmal Test. Da haben wir die beide. Dann kann ich das Bild dorthin laden und da einfach das Unterbild und schon habe ich die Animation zusammengesetzt. Wenn ich jetzt die Animation komplett mit allen Bildern berechnet hätte, dann könnte ich das hier entsprechend berechnen lassen.
Okay, das war's auch schon und viel Spaß beim Blenden.